Hallo zusammen, schöne Grüße an die Geräte zu Hause. Es gibt Momente, da zeigt einem der Markt nicht viel. Also ich sehe dann zum Beispiel auch nichts. Guck mal, das ist der Tageschart. Das ist eine schöne, mal wieder, aber seit langer Zeit die erste, eine V-Bewegung, eine V-Korrektur. Fette, fette weiße Kerzen. Jetzt heute kommt hier mal so ein kleines schwarzes Schnibbelchen dazu. Wir verweigern uns diesem Hoch hier, das ist von 16.209, da hat er Angst. Wir handeln im Moment bei 16.105. Schluss war 16.108. Wir haben, bis hierhin habe ich das alles verstanden, ja, 20-Tage-Linie, fein. Dann hatten wir hier noch das 76er Retracement von dieser Bewegung, auch fein. Da hat er noch mal ein bisschen Gas gegeben, ist deutlicher über die 16.000 drüber. Wie gesagt, verweigert sich jetzt aber diesen Widerstand. Der ist deshalb für mich wichtig, wenn der gebrochen wird, dieses Hoch hier bei 16.209, dann ist diese Abwärtsbewegung fertig. Dann ist die einfach überboten und ist fertig und dadurch ist kein neuer Downtrend entstanden. Andererseits kommt jetzt hier, das obere Band kommt runter, das untere geht hoch. Das heißt, die Volatilität insgesamt sollte wieder ein bisschen nachlassen, was dem Sommer durchaus auch geschuldet ist. Wir sind weiter positiv über das MACD. Das gilt für das MACD hier, so wie ich es berechne, als Trend. Wir sind immer noch positiv über den Oszillator. Hoch, aber also wirklich nicht besonders. Das heißt, Technik ist hier positiv, positiv, 2:0. Vom Trend her noch in Ordnung. Den Widerstand muss er aber rausnehmen. Ich sage mal spätestens bis Dienstag, weil sonst ist hier die Technik steigt dann weiter hoch und dann ist es wieder am Niveau, wo sie Schwierigkeiten bekommen kann. Sagen wir es mal so. Wenn ich die Bänder allerdings jetzt hier so sehe, gehe ich davon aus, wir werden jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 4-5 Tagen irgendwie hier so rumschlawenzeln. Seitwärtsrange, durchaus auch nochmal unter 16.000 oder auf die 20-Tage-Linie. Aber er hat nach wie vor, wenn er das hier rausnimmt, die 16.209, dann hat er auch wieder die Chance, unabhängig vom Band, hier auf dieses alte All-Time-High zu gehen. Das muss ich einfach so konsidieren. Ich gucke ja dann, wenn mir beim DAX nichts einfällt, gerne mal auf die Aktien. Aber ich muss sagen, das war jetzt in den letzten Tagen auch eher unergiebig. Autos will keiner haben, Chemie, Pharma, allen voran sowas wie BASF will keiner haben. Dann steigen mal die Deutsche wie heute Morgen auf 9,90, Deutsche Bank auf 9,90. Jetzt sind sie wieder 9,60. Da ist keine Kontinuität drin. Deutsche Börse, heute der beste DAX-Wert. Also zumindest nach meiner Liste, da sind nicht alle DAX-Werte drin. Gestern wollte sie keine haben, heute steigen sie dann 1,34%. Ich kann hiermit nichts anfangen, ja. Und da ist es mir, das habe ich also gelernt, wenn ich es nicht lesen kann, dann mache ich nichts. Da ziehe ich mich zurück. Das bringt gar nichts. Mir bringt es nichts. Ich habe kleine Positionen hier und da. Ich habe sogar mal einen Tesla-Put gekauft, liege ja momentan auch ein bisschen schief. Wird aber relativ bald gestoppt, also es darf dann nicht allzu viel kaufen. Ich habe eine Nestlé-Long. Aber da passiert auch nichts momentan. Es ist, also die Woche war für mich nicht besonders, war nicht viel. Ja, also das hörte in dem Moment auf, in dem wir hier an der 20-Tage-Linie waren. Die Calls und die Puts sind die gleichen wie vom Mittwoch. Ich sehe da auch keinen Grund, irgendwie was zu ändern. Ich kann es nicht sagen, ob die nächsten 50 Punkte hoch oder runter gehen. Die längerfristige Meinung bleibt die gleiche, aber die muss ich jetzt hier erstmal nicht wiederholen. Ich habe heute hier und jetzt keine echte Idee und dann gebe ich das auch gerne zu. Ich habe damit kein Problem. Man muss nicht immer Ideen haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.